Keine Hundekämpfe hier. So viel Show brauchen wir auch nicht, das reicht. Sehr schön. So, wunderbar. Erzähl mal was über mich. Da haben wir die Frau Holle, Holly genannt. Die Holly guckt jetzt, wo die Mama ist. Die Frau Gisela, nämlich, die heute so schön moderiert, die hat die Holly bei sich zu Hause in Pflege. Die Holly ist ein Panzerdackel, das sagen wir ganz liebevoll zu ihr. Sie ist also ein bisschen tiefer gelegt und hat krumme Beine. Holly, wärst du so freundlich und würdest vielleicht auch mal... Genau, da kommt die Mutti, dann guckt die Holly auch nach vorne. Die Holly ist auch einer der Hunde, die uns hier besonders am Herzen liegen, weil die Holly nur ein Auge hat und ein Handicap ist. Die möchte jetzt zur Familie da vorne. Die Holly ist jetzt die Tuana, ein Hund für Leute, die nicht so furchtbar viel laufen möchten. Kein Hund für lange Wanderungen, also eine knappe Stunde, das geht schon. Die Holly ist ein super, super Zweithund. Wenn Sie was Zweites suchen, ganz klasse, prima. Die spielt total gerne, wenn Sie die mit der Paloma, mit der Galva zusammen sehen. Dann meinen Sie, die bringen sich gegenseitig um, aber die haben einfach einen hohen Spaß. Die Holly ist katzenverträglich, das wissen wir auch ganz sicher, weil die Galva ja. Ist dann nicht auf eine Katze zu Hause. Schweineziegen und Pferde. Schweineziegen und Pferde. Schweineziegen, Pferde, kennt die Holly alles, macht der Holly alles nichts aus. Also von daher, das einzige Problem, wenn man es denn so sehen möchte, ist allenfalls ein Schönheitsfehler, auch wenn ich das nicht so sehen mag, ist dem Hund fehlt ein Auge. Ja und, mein Gott, ne? Keiner hat sich selbst gemacht, hat sich auch nicht ausgesucht, wäre wahrscheinlich auch froh, wenn sie es noch hätte und wenn sie keiner verprügelt und ihr das ausgeschlagen hätte. Aber es ist, wie es ist, die Holly ist ein super, super freundlicher Hund und ich wäre jetzt mal an der Zeit, dass sich endlich einer für sie interessiert. Erbarmen Sie sich, die Frau Gisela hat jetzt 7 Hunde zu Hause. Und da wäre doch schön, wenn wenigstens die Holly mal in ihren eigenen Platz finden würde. Frau Gisela fehlt hier gerade, sieht vielleicht nicht jeder, aber es wäre schon schön, wer also einen Hund sucht, der nicht stundenlang, kilometerlang wandern will, bitteschön, wir haben da ihn, die Holly.